Also, ich denke, es ist unbestritten, dass wir als Menschheit vor einer großen Herausforderung stehen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir vor 2 Jahren etwa 8 Milliarden Menschen waren und davon 50% in Städten lebten, waren das 4 Milliarden Menschen. Unsere Zukunftsforscher sagen uns voraus, dass in 30 Jahren 10 Milliarden Menschen sein werden auf unserem Planet Erde. Aber dass davon etwa 70% in Städten wohnen wollen. Was heißt das für uns in der Bauindustrie? Wir haben die Herausforderung, dass wir in 30 Jahren für 3 Milliarden Menschen Wohnmöglichkeiten in urbanem Gebiet schaffen müssen. Also überlegt heißt das, dass wir eigentlich die Wohnmöglichkeiten in Städten in 30 Jahren verdoppeln müssen, wenn wir dazu nicht groß was noch sanieren. Wenn wir das Ganze mit Beton, Stahlbeton produzieren, der Beton ist ja verantwortlich, Herstellung von Beton nur von 70% von CO2, Fußabdruck, die Bewehrung nochmal 4%. Wenn wir das alles betonieren mit dieser Bauweise, die wir die letzten Jahrzehnte umgesetzt haben, dann gibt es viele auf der Welt, die Probleme haben werden, weil das Klima viel wärmer werden wird als die plus 2 Grad. Wir haben einen alternativen Baustoff und deswegen sind wir auch die meisten da in dieser Vortragsreihe, nämlich Holz. Holz ist eine nachhaltig nutzbare Ressource. Sie wächst weltweit in Wäldern und in Holz ist CO2 langfristig gespeichert. In einem Kubikmeter Holz sind es 1 Tonne CO2, die wir da speichern können. Und ich bin überzeugt, dass wir die Gebäude der Welt, die wir zukünftig bauen müssen, auch für diese Milliarden von Menschen, dass wir die mit Holz bauen können und werden und durch das die Gebäude ein wichtiger CO2-Speicher werden für unsere Welt und dass wir als Weltgemeinschaft da das CO2-Problem in den Griff bekommen. Und das ist ein Weg zu diesen Gedanken, ist unser neues Gebäude, das Haus des Holzes in Sursee. Das wird unser neuer Geschäftssitz sein. Und da setzen wir viele Ansätze um, die wir glauben, dass sie zukünftig relevant werden für das Bauen, vor allem für das Bauen mit Holz. Zu wir sind die Pirmin Jung, wir sind ein Ingenieurbüro für Holzbau. Ich habe mal Zimmermann gelernt, habe dann eine Fachhochschule in Biel gemacht, 1996 selber gestartet, als Holzbauingenieur, also selbstständig gemacht mich, konnte dann schon bald die ersten dreigeschossigen Häuser mitgestalten, die ersten fünfgeschossigen in Zürich 2002. Es kamen Badeanstalten, Brücken dazu. In Deutschland 2013 den Deutschen Holzbaupreis gewonnen, zusammen mit Tom Kaden für dieses C13. Siebengeschossig mit Herzog d'Emeraud auf dem Käseruck, ein schönes Restaurant, aber dann auch vor 3 Jahren in Rotkreuz, das erste Hochhaus, also das höchste Hochhaus in Holz in der Schweiz mit 60 Meter, 15 Geschosse, das wir tragend gestalten durften, vom Wettbewerb bis zur Ausführung. Natürlich kann ich das inzwischen nicht mehr allein machen. Wir sind inzwischen ein Team von etwas mehr als 100 Mitarbeitenden an 7 Standorten. Also ursprünglich, oder ich selber bin auch in Rhein, das ist ein Vorort von Luzern in der Schweiz, 3 weitere Standorte. Und dann in Deutschland, in Remagen, wo wir den Hauptsitz haben in Deutschland, dann noch in Metzingen und in Augsburg. Und wir sind alles Holzbauingenieure, Bauphysiker, Brandschutzingenieure. Und fast alle von uns haben Zimmermann gelernt oder Schreiner waren auf der Baustelle und haben durch das das Bauen mit Holz selber kennengelernt und haben auch den notwendigen Bezug zur Praxis, um solche Projekte auch zu planen, dass sie dann vom Holzbauer entsprechend umgesetzt werden können. Und unsere Kompetenz ist die Tragwerksplanung, aber nicht nur Tragwerksplanung, sondern wir planen, dass den Holzbau halt mit der Konstruktion, mit der Luftdichtigkeit, mit der Fassadenverkleidung, mit der Innenverkleidung. Am Schluss geben wir vor, welche Schraube für die Befestigung der Fassade eingesetzt werden soll oder welche Behandlung der Fassade das sinnvoll ist und so weiter. Wir machen aber auch Brandschutzkonzepte, ganze Bauphysik, was dazugehört mit Bau, mit Schallschutz, Wärmeschutz, Raumakustik, ökologische Nachweise und immer mehr auch VDC BIM, das heißt digitales Bauen, was wir auch da bei uns im Projekt umgesetzt haben. Zu unserem Projekt
Wir selber, 96 habe ich gesagt, gestartet. 2003 waren wir auch Mitarbeitende. Ich konnte dieses schöne Gebäude da in Rhein einziehen, vom obersten Geschoss die Hälfte mieten. Wir hatten 300 Quadratmeter, war großzügig, natürlich fast 40 Quadratmeter pro Mitarbeiter. Es war aber ein Holzbau, das hat ein Kollege von mir mit Holz gebaut, die obersten zwei Geschosse, dieses roten Klötzli. Heute sind wir rund 50 Mitarbeitende, haben die ganze Fläche 660 Quadratmeter, aber viel weniger pro Mitarbeiter, noch etwa einen Drittel der Fläche. Die Leute rein, die müssen pendeln, das heißt mit dem Auto kommen. Wir sind da etwas abgelegen, nicht so gute ÖV-Verbindungen. Und die Zusammenarbeitsformen, die ändern sich. Wir sind inzwischen drei Bereiche, die sollten miteinander sprechen, miteinander Projekte entwickeln, sich treffen. Und das geht nicht, wenn man alles Arbeitsplätze hat, einfach Pult. Wir haben einen großen Raum, das ganze Geschoss, aber trotzdem, wenn man zusammenarbeiten will, wird es lauter, da braucht es andere heraus, also andere Möglichkeiten. Und wir hatten da keine Entwicklungsmöglichkeiten. Etwas Zweites noch kurz zu unserem Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben festgestellt 2019, dass alle unsere Mitarbeitenden an allen Standorten im Jahr etwa 350.000 Kilometer gemacht haben für geschäftliche Mobilität. Das heißt an Meetings gefahren, das heißt auf Baustellen fahren. Und parallel dazu etwa 1 Million Kilometer für unsere Arbeitswege, also das Pendeln. Und das ist ganz entscheidend für unseren CO2-Fußabdruck, oder? Also normalerweise, wenn Sie einen Nachhaltigkeitsbericht für Ihre Firma machen, dann betrachten Sie die Mobilität, Strom, Wärme und Papier, aber sicher nicht das Pendeln. Wir haben das Pendeln mit berücksichtigt. 61% unseres CO2-Fußabdrucks ist das Pendeln. Das heißt, wir müssen unsere Büros möglichst an ÖV-Standorte hinstellen und darauf basieren, dass die Leute mit dem ÖV kommen können oder mit Fahrrädern oder alternativen Mobilitäten. Der Zufall wills, 2017 kam ein Mitarbeiter von mir zu mir und sagte, du, meine Eltern, die haben da in Sursee, Sursee ist etwa 25 Kilometer von Rhein weg, verkehrstechnisch sensationell erschlossen, Hauptverkehrsachse Luzern, Bern, Zürich, Basel. Sie hätten da ein altes Haus, das müssen Sie wärmetechnisch sanieren, ob Sie da also eine neue Heizung montieren, ob Sie das nicht zuerst wärmetechnisch sanieren sollten. Ich habe dann relativ schnell mit seinen Eltern Kontakt aufgenommen. Wir konnten dann dieses Grundstück kaufen, davor noch ein kleiner Park, wie man sieht auf dem Foto unten rechts. Und da dürfen wir jetzt unser Haus des Holzes bauen. Sie sehen es auf dem Plan, etwa 150 Meter vom Bahnhof weg, wo jeder Schnellzug haltet. Etwa 500 Meter von der Altstadt von Sursee weg und etwa 300 Meter von zwei ganz großen Einkaufszentren. Also eigentlich optimal auch für die Mitarbeitenden, um da zu arbeiten. Ich habe da mit einem Architekten zusammen, war noch schwierig, das gab eine Stadtbaukommission, die sagt alles, wie es sein muss. Haben wir während 2 Jahren das Projekt, das Volumen entwickelt, hat sich dann so ergeben, diese Form, die ist vielleicht speziell, aber die kommt daher, weil es zwei Gebäudereien gibt da in diesem Quartier und unser Projekt, das als Riegel drinsteht, musste auch wieder diese Gebäudereien aufnehmen. Deswegen haben wir das wie dreiteilig. Auf der einen Straßenseite ein Gebäudeteil, auf der anderen Seite und die zwei sind verbunden über eine Brücke, über diesen Mittelteil. Das hat also nicht nur Architektur, sondern stadtbaulich musste das so gestaltet werden. Das ist unser Haus des Holzes, das wir jetzt realisieren dürfen. Wie wir da organisiert sind, ihr seht das, wir haben eine Immobilien AG gegründet. Die Pirmin Jung Schweiz AG ist das operative Ingenieurbüro. Haben wir parallel dazu eine Immobilien AG gegründet, dass wir nicht die Immobilien im Ingenieurbüro drin haben. Das hat auch geschäftspolitische Überlegungen. Jung Meierhans, das ist mein Bruder, der macht die ganze Gesamtprojektleitung, das Baumanagement, Architektur Marc Siffrig, hat auch schon geholfen, das Projekt zu entwickeln. Mit der Stadtbaukommission, wir selber machen die Tragwerksplanung, Holzbau, Bauphysik, Nachhaltigkeit und ganze Brandschutzplanung. Wir haben noch einen Bauingenieur für Grundbau, Unterbau, TGA, also technische Gebäudeausstattung mit Wärme, Sanitär, Lüftung und was dazu gehört und noch einen Elektroingenieur, den Scherler. Und vielleicht das ganz Spezielle, die Planer, wie habe ich die ausgewählt? Wir möchten ja zukünftige Wege gehen und zukünftig hat für mich viel
zu tun mit Vertrauen. Wir müssen wieder viel mehr Vertrauen zueinander aufbauen und nicht mehr glauben, dass der andere einem übers Ohr hauen will. Deswegen, diesen Planern hatte ich telefoniert und gesagt, ich will ein Projekt bauen in Sursee, macht ihr mit als Planer? Da kam die Frage, ja, bis wann brauchst du die Offerte? Und da habe ich gesagt, ich brauche noch keine Offerte. Ich will mit dir planen, weil ich weiß, dass du das kannst. Wir gehen ins Vorprojekt, also in die erste Projektstufe. Wir entwickeln das Projekt und wenn wir alle genau wissen, was wir planen müssen, dann sagt ihr mir, wie teuer das ist. Wir haben nicht Honorare verhandelt, sondern ich wollte die besten Leute und die haben mir gesagt, was sie kosten. War sicher nicht eine schlechte Entscheidung. Zum Projekt, ihr seht das da, wir als Pirmin Jung Schweiz AG, wir werden zukünftig die unteren zwei Geschosse belegen, wo wir uns unsere Räume so gestalten dürfen, wie wir das möchten. Auf der linken Seite hat es noch 3x300 Quadratmeter Bürofläche, die wir vermieten. Langfristige Reserve für uns natürlich. Auf der rechten Seite 7 Wohnungen, das heißt 3x3,5, 3x4,5 Zimmerwohnung, eine Attika-Wohnung. Und dann noch ein Yoga-Studio, ist noch speziell. Das Yoga-Studio und die Attika-Wohnung übernimmt die Familie, von der ich die Parzelle kaufen konnte, weil sie hatten da schon ein Yoga-Studio und das Haus gehört ihnen. Und so gab es einen guten Abtausch. Deswegen schaffen wir für sie wieder ein Yoga-Studio. Im Untergeschoss, Tiefgarage, Technikräume, Garderoben, Keller, was dazugehört. Zu unseren Zielen. Wir haben probiert, das ganze Projekt in der Nachhaltigkeit halt zu positionieren. Deswegen in den drei Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Wir wollen ein Holzvorzeigeprojekt realisieren, aufzeigen, wie man zukünftig bauen soll. Dazu gehört eine qualitativ hochstehende Architektur, weil nur wenn wir gute Architektur haben, können wir das verkaufen und werden andere auf das Projekt schauen und werden wir Beachtung finden. Wir wollen hervorragende Arbeitsplätze für meine Mitarbeiter, dass wir optimal arbeiten können und sie jeden Morgen Lust haben zum Arbeiten, zu uns zu kommen, mit uns zusammen die Zeit zu verbringen und spannende Projekte zu gestalten. Wir wollen unsere Erfahrungen aber auch teilen, das, was ich jetzt mache, das, was wir lernen, dass wir das auch weiterverzählen. Es soll marktfähig sein. Wir wollen das Ganze nach VDC BIM bauen, das heißt möglichst mit digitalen Instrumenten. Ich komme dazu. Das Ganze soll nach Minergie P-Eco gebaut sein, das heißt sehr hohe Anforderungen an die Gebäudehülle und an die Energie, die das Gebäude braucht. Wir wollen das Ganze nach SMBS bauen, Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, dazu komme ich noch, und nach Crail du Crail. Das heißt, das Gebäude wird kreislauffähig gebaut. Die Idee ist, dass in 70 oder 100 Jahren die Nachkommen mit der Bohrmaschine das Objekt auseinanderschrauben können, jedes Bauteil wiederverwenden können, Stahlteile wiederverwenden können, Platten wiederverwenden können. Unser Gebäude wird eigentlich ein Rohstofflager für weitere Gebäude und soll nicht nur unserem Gebäude dienen. Es ist die Idee und Dresden Sombra aus Stuttgart begleitet uns auf diesem Weg. Und zum SMBS, das ist eine ganz große Sache in Deutschland, das DGNB. Wir wollen da den Standard Platin, ist ziemlich zu vergleichen. Was heißt das SMBS? Da gibt es verschiedene Fragen, oder? Ein Gebäude ist nachhaltig, wenn die Kosten stimmen, wenn die Energie ein Minimum an Energie braucht, wenn das Klima also als minimale Treibhausgasemissionen verursacht, das Gebäude und. Das sind, Sie sehen das, 12 Punkte, die da beurteilt werden. Aus diesen 12 Bereichen werden 23 Kriterien definiert, die Sie da sehen auf der rechten Seite. Pro Kriterium kann das mehrere Indikatoren geben und 139 Messgrößen total. Also Sie sehen, was da alles ist. Da geht es um Lebenszykluskosten, geht es um Eigentumsverhältnisse, um wie das Grundstück genutzt ist, um die Erreichbarkeit, um die Marktpreise. Oben um private Räume, halböffentliche Räume. Wir haben Räume, die wir vermieten müssen, dass wir da möglichst viele Punktzahlen erhalten. Also nicht alles für uns selber bauen, sondern möglichst die Sachen teilen. Und. Beispiel Mobilität. Das ist ein Punkt, dass die Mobilität optimiert ist. Das hat nichts mit Holzbau zu tun, aber mit unserem Denken natürlich. Die Parkplätze sind reduziert. Wir wollen möglichst viele Veloabstellplätze bauen. Und wir haben Möglichkeit,
Fahrzeuge, wir werden da mit Mobility arbeiten, dass wir im Haus Fahrzeuge haben, die man mieten kann. Einfach, dass das möglichst alternative Mobilität, dass man da nicht mehr alles mit dem Verbrennungsmotor leisten muss und so viel CO2 produziert. Also. Und das sind alles solche Punkte. Wie gesagt, das sind alles in allem 45 solche Indikatoren, wie das 305.1 Mobilitätskonzept ist. Zum Projekt. Es soll ein Holzbau sein. Alles über Erde ist Holz. Unten ist betoniert, das Untergeschoss. Die erste Analogie, der erste Gedanke, als ich mit dem Architekten zusammenkam, war eigentlich so eine Bretterbeige. Das wäre so eine gute Analogie. Und Sie sehen, so, das wurde übernommen. Das Zweite ist das Bauen in der Stadt. In der Stadt baute man immer anders als auf dem Land. Und deswegen wird das auch anders daherkommen als ein Gebäude auf dem Land in einem Dorf. Und es gab schon ganz große Architekten, Frank Lloyd Wright zum Beispiel, rechts in Amerika, diese Villa, die sie hier etwa 1940 gebaut hat. Es gibt da ganz schöne Sachen, die der Architekt da auch geschaut hat und sich daran orientiert hat. Sie sehen, das Gebäude ist 20,40 Meter hoch und auf der linken Seite ein Modell eines drei Mockups von der Fassade leicht unterschiedlich ausgeführt. Wie gesagt, wir bauen in der Stadt und in der Stadt hat man immer reich gebaut. Da waren die Leute, die wollten zeigen, was sie hatten. Sie wollten zeigen, was sie arbeiten. Deswegen sind alle Gebäude in der Stadt farblich behandelt. Es gibt farbige Gebäude in der Stadt, die es auf dem Land nicht gibt. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir ein farbiges Gebäude bauen werden. Das wird gestrichen sein, Fichtenholz mit einem Ockerschalung und obendrauf dann so als Verzierung diese Königsblaustreifen. Zur Farbe, wie sind wir da drauf gekommen? Hatten wir Begleitung einer Farbspezialistin. Sie war mal auf der Baustelle, als man dann Aushub machte und da sah sie ein schönes Ocker der Erde. Da hat sie gesagt, das muss wieder die Farbe des Gebäudes sein. Hat man früher auch immer gemacht, mit den Farben gearbeitet, die vor Ort da waren. Also haben wir eigentlich die Grundfarbe, was der Aushub, wenn er trocken ist, hat er ziemlich genau diese Farbe. Das Ganze wird verziert mit königsblauen Zierleisten. Königsblau war das erste synthetisch hergestellte Pigment Ende 1700 in Berlin. Und so wird es verziert. Deswegen diese Farbe, die entsprechend einen Sinn hat. Innen, außen war die Schale, wie beim Apfel. Innen kommen wir zum Fleisch. Und da ist alles in Holz natürlich. Tragwerk, Brettschichtholz in Esche, Deckenwandverkleidungen in Tanne, Rottanne. Und der Boden wieder ein Riemenboden, auch aus Esche. Alles Schweizer Holz, das wir da verwenden. Die Wohnungen, Brettstapeldecke in Fichte. Ein Sumpfkalkputz auf der Fassade, also auf den Wänden, Gipsfaserplatten und die Fußböden wieder Klebeparkett in Esche. Zweite Oberflächen und natürlich nicht nur das Gebäude wollen wir nachhaltig bauen, sondern es geht ja überhaupt um unser zukünftiges Leben. Und da ist die Biodiversität ein ganz wichtiges Ding. Das heißt, wir haben einen externen Partner, Wild Biene und Partner, dass sie begleiten, Bauherrschaft in Gestalten, möglichst sinnvolle Umgebungsgestaltung für die Förderung der Biodiversität. Das heißt, es wird so Trockenbepflanzungen geben, teilweise mit Totholz. Alle solche Sachen, dass das auch unsere ganz kleinen Erdenbewohner, die wir oft nicht zur Kenntnis nehmen, die aber ganz wichtig sind für unser Leben, dass sie auch in der Stadt ein Zuhause haben, dass wir das entsprechend fördern können. Zum Gebäude selber. Es gibt ein Untergeschoss mit 28 Parkplätzen. Im Baugesetz von Zürich nach Baugesetz hätten wir 56 Parkplätze bauen müssen. Mit unserem Mobilitätskonzept und in einer Ausnahmebewilligung haben sie uns 28 Parkplätze zugesagt. Ja, wir haben Veloabstellplätze. Oben die ganze Länge ist Technik mit Haustechnik, Elektro rechts. Und links sehen Sie Garderoben. Ist für mich wichtig, dass die Mitarbeiter oder die Leute, die arbeiten, dass sie mit dem Rad zur Arbeit kommen können, dass sie über Mittag joggen gehen können, dass sie im Haus sich duschen können und entsprechend wieder zum Arbeiten zu kommen. Also ist zukünftig immer wichtiger, dass die Leute Umgebungen haben, wo sie sich wohlfühlen. Und ich sage immer, eigentlich müssen die Mitarbeiter mehr Lust zu haben,
mehr Lust haben, in die Firma zu arbeiten, als zu Hause zu bleiben. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir sehr viel erreicht und wir probieren da darauf hinzuarbeiten. Das Erdgeschoss, rechts Arbeitsplätze, 24 Stück total, mit den Boxen zur Diskussion, Mitte der Empfang, auch eine Wendeltreppe, dann ins obere Geschoss, links eine Cafeteria mit einem Meetingraum, einem großen und kleinen, und da ist wichtig, Meetingraum, der große kann die Wände geöffnet werden, dann haben wir 100 Plätze in Konzertbestuhlung, und dieser ganze linke Teil, den können wir am Abend, am Wochenende, können wir den an Externe vermieten. Durch das können diese Räume auch übers Wochenende und in Randstunden genutzt werden, also nicht nur für uns. Das ist auch ein Teil von SMBs, dass wir halt Räume bauen, nicht nur für uns, sondern schauen, gibt es nicht andere, die könnten die auch brauchen. Das möchten wir da umsetzen. Das können wir eine Schiebtüre ziehen, abschließen, dann können wir diese Räume weitergeben. Die Arbeitsplätze, natürlich alles sichtbar Holz, ich habe es vorhin gesagt. Und dann da diese Besprechungsboxen, habe es einleitend gesagt, die Leute wollen in Ruhe arbeiten, aber müssen viel zusammenkommen, die Bereiche Bauphysik, Brandschutz, Tragwerksplanung miteinander Konstruktionen entwickeln, die aufeinander abgestimmt sind, dass wir die dann im Planerteam, im größeren Team entsprechend kommunizieren können. Durch das wird das etwa dieses Bild dann geben, wie wir da im Büro arbeiten werden, in diesen Besprechungsboxen, auch viele Rückzugsmöglichkeiten, Einzelarbeitsplätze, um in Ruhe mal einen halben Tag oder sowas erledigen kann. Wir haben eine neue Technologie mit Handwindenscanner, dass man keine Schlüssel und Badge mehr hat, sondern es sind auch Technologien, die wir probieren umzusetzen, weil wir glauben, dass das mit auch Zukunft hat, dass man sich frei im Gebäude bewegen kann, man nicht immer alles dabei haben muss. Im Obergeschoss vielleicht noch in der Mitte die Geschäftsleitung und ganz links eine große Mitarbeiter-Lounge, dass sie auch ein Feierabendbier nehmen können oder am Nachmittag kurz eine Pause machen können, etwas zusammensitzen, ein Tischkicker oder sowas wird auch noch da drin sein. Voilà. Dann die oberen Geschosse rechts vermieten, in der Mitte das Yoga-Studio, links diese Wohnungen, die auch so gebaut sind, alle Wohnungen. Da hat es je eine Stütze in der Wohnung, also in der rechten Wohnung eine Stütze, in der linken Wohnung zwei Stützen, den Rest können Sie alle Wände rausnehmen, irgendwann wieder neu einrichten, neu gestalten. Wir hatten da X und aber verschiedene Grundrisse, bis wir uns auf einen Grundriss geeinigt haben. Aber wie gesagt, das kann man in 30 Jahren, wenn man alles neu umbaut, völlig neu einrichten, hat auch zu tun mit Nachhaltigkeit. Auch auf diesem Dach biodivers, 40 cm Substrat, dass da noch größere Pflanzen und die Bienen ein Refugium haben. Auf dem Dach eine PV-Anlage auf beiden Flachdächern mit speziellen PV-Modulen, die mehr Ertrag liefern auf 20, 25 Jahren als das herkömmliche bringen. Die Anordnung auch so, dass es möglichst Luft hat unter den Modulen, dass man dazukommt, dass es da auch einen Bewuchs gibt und die Schmetterlinge und alle ein Zuhause haben. Voilà. Zum Energiekonzept. Wir arbeiten mit Erdsonden, also Erdwärme, Wärmepumpen. Wir haben Speicher, 3x2000 Liter und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Und betreffend Strom haben wir eine 117 Kilowatt PV-Anlage, die wir realisieren. Eine 80 Kilowattstunde Salzstromspeicher, also nicht mehr Lithium, sondern Salz, weil das ist das Nachhaltigste, diesen Salz. Stromspeicher, der ist so, denn nach Lebensende in 30 Jahren können Sie das Salz irgendwo wieder weiterführen. Das ist chemisch nicht belastet und das ist die Zukunft. Der kostet etwas mehr, aber ich glaube daran, dass wir heute alternative Möglichkeiten haben zu Lithium und anderen Speichermedien. Und wir richten momentan 6 Ladestationen in der Tiefgarage ein, um Elektrofahrzeuge zu laden. Die können wir auch weiter ausbauen. Soweit zum Energiekonzept und jetzt zum digitalen Bauen. Das VDC und BEAM, also das sind die Fachbegriffe, das VDC, kommen wir noch näher dazu, da geht es um die Zusammenarbeit. Wie können wir zusammenarbeiten unter Nutzung dieser digitalen Instrumente, die wir heute haben. Das BEAM, das ist die Organisation und das Arbeiten mit den Informationen. Wir hatten das Ziel oder haben das Ziel, dass wir alle bekannten digitalen Instrumente in der Plan- und Ausführung maximal nutzen möchten, damit wir alle Beteiligten für unsere Zukunft möglichst viele Erfahrungen sammeln können. Es geht nicht nur um uns als Firma, sondern alle, die daran planen und arbeiten, dass wir fitter werden für die Zukunft. Wir haben uns organisiert, wie gesagt, Gesamtprojektleitung mein Bruder. Den ganzen Prozess hier, VDC Beam, den machen wir.
Der Architekt, der macht Projektentwicklung, Detailentwicklung mit 2D. Wir im Haus, wir haben Zeichnerinnen, wir erstellen das Referenzmodell, wir machen das BIM-Management, also wie arbeiten wir mit diesen digitalen Modellen zusammen und wir machen die Modellkoordination. Und alle Fachplaner erstellen ihr Modell und das, wie gesagt, das checken wir, koordinieren wir, dass es dann ein Ganzes gibt. Keine Angst, ich komme noch etwas dazu. Unser Prozess, da ist noch eine Mitarbeiterin zu schnell gekommen, Entschuldigung, auf der Folie. Bei MIDIC, da geht es um die Virtual Design und Construction. Also wie arbeiten wir zusammen heute mit all diesen digitalen Instrumenten? Und da starten wir zuerst mit den Kundenzielen. Also haben wir definiert, was waren meine Ziele als Bauherr? Was sind die Ziele vom Projekt? Und dann nachher geht es ja darum, dass wir diese einzelnen Fachgruppen oder Fachdisziplinen, die Architektur, Landschaft, Massivbau, Holzbau und alles, das sind alles Fachdisziplinen, die in sich sauber funktionieren, aber wie bringen wir es fertig, dass sie untereinander funktionieren und zusammen ein Ganzes geben, ein ganzes Bauwerk. Das ist das Project Production Management, PPM. Auf der anderen Seite haben wir die verschiedensten Modelle, die digitalen Bauwerksmodelle. BIM sagen wir dem. Also jeder Fachplaner erarbeitet solche BIM-Modelle, die dann koordiniert werden müssen. Und das sauber funktioniert. Auf der einen Seite die Fachspezialisten Architektur, auf der anderen Seite der Bauherr mit seinen Wünschen und Anliegen und dann nachher alle diese Modelle. Da braucht es eine integrierte, gleichzeitige Zusammenarbeit, diese EIS. Und das heißt, wir haben Workshops gemacht auf unserem Weg, alle 2 Wochen, einen digitalen Workshop, wo wir zusammen gearbeitet haben. Die sind etwas anders abgelaufen, als das bisher abgelaufen sind zu Planer-Workshops. Ich komme noch dazu. Auf dem Prozess von diesem VDC ist ganz klar, wir haben zuerst mal ein Projekthandbuch geschrieben mit den Projektzielen von mir als Bauherr. Was soll das Projekt wirklich können? Dann haben wir einen BIM-Abwicklungsplan erstellt über x Seiten. Da ist definiert, wie die Modelle erstellt werden sollen, was der Inhalt bei den Einzelmodellen sein soll, wie die Schnittstellen sind, auf welchen Layern mal zusammenarbeitet, weil es sind alles, wir arbeiten da nach Open BIM und nicht nach Closed BIM. Das heißt, unterschiedlichste Softwares, die dann über IFC zusammen die Daten austauschen. Wir haben, wie gesagt, Anforderungen an die digitalen Modelle definiert. Und zwar je nach Software müssen andere Sachen eingestellt sein. Das haben wir vorgegeben unseren Fachplanern. Wir haben auch vorgegeben, wie wir zeichnen dem Architekten. Und zwar hat sich herausgestellt, dass im Holzbau oder sonst im Bauen, dass es sinnvoll ist, wenn man mit einer Kernschicht arbeitet, innere, äußere Beplankung mit dem Ständerwerk Dämmung. Das ist auch die Schicht, die meistens Brandschutz erfüllen muss, Statik erfüllen muss. Das ist auch die Schicht, die, hoffen wir, 100, 150 Jahren stehen bleibt und die Funktion behält. Dann wird diese Schicht bekleidet innen und diese Verkleidung kann alle 20 oder 40 Jahre gewechselt werden. Die Fassadenverkleidung wird vielleicht auch in 50 Jahren gewechselt, als die Bekleidung außen. Und so haben wir definiert, welche Schichten wir wie bauen. Und sind wir ehrlich, diese Kernschicht, da muss ein Architekt nie eine Dämmung zeichnen oder eine Platte. Das reicht dann, wenn der Holzbauer in der Werkstattplanung diese Schichten sauber zeichnet. Und so konnten wir wirklich sauber abmachen, in welcher Detaillierungsgrad muss wer was zeichnen, dass wir mit möglichst wenig Aufwand, möglichst effizient durch dieses Projekt kamen. Wie gesagt, diese Meetings, die wir hatten, diese Planer-Workshops, wir hatten die im 2-Wochen-Rhythmus und wir waren da zuerst dabei, alle am Beamer, wo wir am Modell die Sachen bearbeitet haben. Da ist ganz wichtig, dass wir einen Ablauf hatten, einen sauberen. Oder? Also am Donnerstag haben die Fachplaner ihr Modell geliefert. Die wurden gecheckt am Freitag bei uns. Da wurde gecheckt, gibt es Issues, gibt es Kollisionen. Die hat man zurückgegeben am Montag und am Dienstag hat man die dann zusammen gelöst und die Themen erarbeitet. Und das war ganz ein sauber geführter Prozess.
Und ganz wichtig war, ich selber war immer dabei als Bauherr und konnte so sehr, sehr schnell entscheiden. Hinten rechts sehen Sie noch so eine Wand mit Klebzetteln. Ganz wichtig ist in jedem Planungsprozess, dass man eine Planung der Planung macht. Und das haben wir zusammen an dieser Wand gemacht und die ist immer hängen geblieben. Also haben wir am Anfang diskutiert, dass wir das Ziel erreichen, Baueingabe, was muss geschehen, dass wir das Ziel erreichen, mehr muss was machen, in welcher Reihenfolge optimal und so sind wir dann ans Ziel gekommen. Da haben wir ganz aktiv mitgearbeitet. Es war dann schwierig mit Corona natürlich, ab September 20 haben wir alles über Video gemacht und auch diese Terminplanung dann über ein Videotool gemacht. Wir haben hier gearbeitet, also am Anfang, das ist wirklich diese saubere Planungsprozess und ich glaube, das ist zukünftig auch extrem wichtig, dass wir probieren, so zu arbeiten, nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand und da starten. Da gab es ein Grundstück und da hat man mal diskutiert vom Bauer, Architekt, Landschaftsarchitekt, das sind die Anforderungen, Bauphysik oder Lärm zum Beispiel, gibt es Lärm, der berücksichtigt werden muss. Was ist das Anliegen an das Gebäude von mir als Bauer, vom Architekten, aber auch an die Innenausstattung und an die Innenräume? Das haben wir mal definiert. Und dann nachher haben wir definiert, was sind die Anforderungen an Zonen oder Innenräume. Kam dann plötzlich noch der Eco-Gedanke, die Bauphysik hat Ansprüche. Wenn ich sage, da möchte ich ein Sitzungszimmer, dann kommt die Bauphysik und sagt, ja, da muss aber die Raumakustik so und so gut sein. Da musst du diesen Schallschutz haben gegenüber anderen Räumen. Brandschutz hat da Anliegen. Und erst dann haben wir das System geplant. Erst dann haben wir geschaut, ja, wie soll das statisch überhaupt gelöst werden? Erst dann haben wir geschaut, wie soll das elektro-haustechnikmäßig gelöst werden? Erst dann haben wir die Bauteile definiert, die dann diesen Ansprüchen, die von außen und von innen kamen, dann entsprechend gerecht werden. Dieses saubere Aufbau der Entscheide, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zukünftig bauen. Das braucht zwar mehr Zeit, aber es führt dazu, dass ich als Bauherr viel früher entscheiden muss. Und wenn die Entscheide gefallen sind, dann können alle Planer sauber zuarbeiten. Gibt es nicht wieder Fragen und wieder Änderungen. Als Beispiel, wir gearbeitet haben mit den Modellen. Nur ein Beispiel, ein Abschottungssystem. Oder? Da hatten wir verschiedene Modelle. Also da gab es ein Luftdichtigkeitsmodell für dieses Gebäude. Ein Schallschutzmodell, kann ja in einem Schacht auch maßgebend sein. Ein Brandschutzmodell. Schächte haben immer mit Brandschutz zu tun. Ein TGA-Modell, technische Gebäudeausstattung, die hat man übereinander gelegt und dann zusammen im 3D diesen Durchbruch geplant. Auch wieder auf dem Bildschirm und das war fertig geplant etwa vor einem halben Jahr und die werden etwa in 2 Monaten jetzt ausgeführt. Aber da diskutiert man nicht mehr auf der Baustelle. Das ist geplant und da weiß jeder am Schluss, was er machen muss, oder sogar auf diesem Niveau die Submission gemacht und die Unternehmer gesucht. Die wussten genau, was sie dann ausführen müssen. Alles in allem, das ist so unsere Modelllandschaft, wir haben alles in allem bisher etwa 40 Modelle erarbeitet, die dann da koordiniert wurden und mit denen man arbeitet. Und so ist das ganze Gebäude heute der digitale Zwilling, der steht da. Ich könnte mit Ihnen da durch dieses Gebäude marschieren, komme jetzt dann noch dazu. Da ist jedes Detail klar, jede Steckdose. Sie sehen, das Gerüst wurde sogar modelliert. Das war das zweite Gebäude, das der Gerüstbauer modelliert hat und meinte dann, dass er viel schneller war und viel genauer zusammen hatte, was die Leute am Morgen mitnehmen, um das Gerüst weiterzuziehen. Also gibt es verschiedene Vorteile, wenn man da so arbeitet. Und für unsere Arbeitsweise hatten wir schon einen Preis gewonnen, den Arcavar. Ist ein Architekturpreis in der Schweiz. Der Architekturpreis haben wir im 2021 in der Kategorie zukunftsweisende Entwicklung gewonnen und zwar entsprechend mit diesem digitalen Planungsprozess, den wir da vorwärts getrieben haben und umgesetzt haben. Bei uns da rechts mein Bruder Urban, der die Bauleitung macht und dann Niffler in der Mitte, die uns auf diesem ganzen Prozess des digitalen Plans, der digitalen Transformation, zuerst in der Firma, aber jetzt auch beim Haus des Holzes begleitet. Zur Kommunikation in unserem Projekt. Wir hatten das Ziel, dass wir keine Mails mehr schreiben, sondern nur noch über eine Plattform kommunizieren. Deswegen arbeiten wir mit Dalux. Und zwar ist die Plattform für Modelle und Pläne, aber auch für die Pendenzenverwaltung. Zum Beispiel kann ich da in den Raum reinstehen. Das kann ich
auf dem Smartphone machen, auf dem Tablet oder am Computer zu Hause. Ich kann da der grüne Punkt in den Raum reinstehen, an die Wand schauen und dann aufrufen, sagen, über diese Wand möchte ich wissen, wie die aufgebaut ist. Und dann weiß ich, welche Bauteilaufbauten diese Wand hat. Und dann nachher kann ich sogar noch den Werkplan abrufen vom Holzbauer und weiß ich genau, wie diese Wand konstruiert ist. Und das ist nicht nur diese Wand, das ist jede Wand, jedes Bauteil ist so abgelegt. Und da kann ich heute durchs Gebäude marschieren. Wir können Besichtigungen machen mit Besuchern, denen einen Link geben auf diese Plattform. Die können vor die Wand stehen, anklicken und dann sehen sie, wie ist die Wand aufgebaut. Das andere ist die Pendenzenverwaltung. Wir schreiben, wie gesagt, keine Mails und bis heute haben wir 4.500 Pendenzen erfasst. Da können alle Pendenzen erfassen, die dabei sind. Und vielleicht alle meine ich nicht nur wir Planer, sondern die Unternehmer haben auch Leute bestimmt bei ihnen im Betrieb, die den Zugang haben. Teilweise haben sie bis zum Lehrling diesen Zugang gegeben und die kommunizieren auch intern nur noch über diese Plattform. Da kann man ein Thema definieren. Und dann wird das weiterverfolgt und irgendwann abgeschlossen. Zum Beispiel, da ging es mal um eine Bautafel, ganz am Anfang, die umgesetzt werden musste. Ihr seht da, die grünen Punkte waren erledigte Pendenzen, die orangen noch offen, die roten, da ist man noch nicht daran gegangen. Da diese Bautafel, da hat es dann von meinem Bruder eine Pendenz gegeben und irgendwann wurde die Bautafel umgestellt und dann am Schluss hat der Unternehmer hat seine Mitarbeiter weitergegeben, der hat es gemacht, hat es quittiert, am Schluss hat es mein Bruder wieder quittiert und dann wurde es grün. Und so sind alle Pendenzen, wie gesagt, bis heute 4.500 Pendenzen an diesem Objekt, sind rückverfolgbar. Man kann alles zurückfolgen. Jede Leitung, die diskutiert wurde, kann man rückverfolgen und sieht man die Geschichte, warum sie da ist, warum der Schalter so ist. Und das, denke ich, ist ganz gut für die Zukunft. Zur Planung vom Holzbau, wie gesagt, unser 5- und 6-geschossiges Gebäude. Im Erdgeschoss, ersten Obergeschoss, haben wir diese Struktur, eine Längsachse mit 5,40 Meter Abstand, diese Stützen, die blauen Quadrate, die ihr seht. Und dann eine Balkendecke mit einer verklebten CLT-Platte obendrauf, ein Schiebboden drin mit Kalkspit und obendrauf ein Holzaufbau, kommt noch dazu in den Wohnungen. Brettstapeldecke mit 120 mm Splitt-Trittschall und ein Zementestrich. Wichtig noch zur Aussteifung. Die ganze Aussteifung erfolgt je Gebäudeteil mit zwei Querwänden und eine Längswand, nämlich die Längswand und einem Treppenhaus. Und das sind CLT-Wände. Warum eine Balkenlage? Das ist einfach in der Architektur. Holzbau ist Struktur, ist nicht nur Fläche. Und deswegen war es so wichtig dem Architekten, dass wir eine Balkenlage haben. Die haben wir jetzt auch, weil von früher her Balken waren immer balkenförmig, immer stabförmig. Sind da zwei Beispiele, die auch als Analogie dazu dienten. Und wir haben jetzt diese Balkenlage, etwas Spezielles noch zum Bodenaufbau. Wir machen keinen gegossenen Estrich, sondern wir machen einen Buchenholzboden. Und zwar ein Buchenbretter, in dem wir die Bodenheizung einschlitzen und dann nachher entsprechend einen Riemenparkett darauf montieren. So können wir rund 100 Kubikmeter Buche verbauen, minderwertige Buche, die sowieso zu viel hat bei uns in den Wäldern. Ich finde, das ist ein richtiger Einsatz von Buche, die nicht die höchste Qualität hat. Zum Konstruktionen. Wir sehen da das Treppenhaus mit den Bettelementen als Treppe mit CLT-Platten, ist gekapselt. Und dann nachher eine Vorsatzschale in der Mitte der Unterzug und rechts ist der Unterzug bei den Wohnungen, wo wir ihn mit Stahlträgern gelöst haben, weil die Wände da verfahren auf der Achse, dass man das unten nicht sieht. Das Ganze natürlich Cradle to Cradle, das heißt auch einen Stützendurchstoß mit 3650 kN, ein Anschluss, den man wieder auseinandernehmen kann und die Bauteile wieder verwenden kann. Die Außenwände, links eine aussteifende Wand, auch wieder über CLT, 120 mm mit der Dämmung drauf und dann nachher die Holzstruktur als Fassadenverkleidung innen mit Tanne verkleidet und auf der rechten Seite die Außenwand da über einem Fenster. Zu diesen Ausschreifungskonstruktionen natürlich das Ziel, möglichst wenig Verbindungsmittel und wieder rückbaubar. Deswegen haben wir die Lösung so gemacht, dass wir CLT-Platten gewählt haben. Die werden millimetergenau zugeschnitten. Die werden zu Großelementen gefertigt und dann auch so auf der Baustelle versetzt und mit dem X-Fix dann verbunden. Also die ganze Ausschreifung haben wir keine metallische Verbindungsmittel. Auch wenn die Lasten wirklich groß, sehr groß sind, haben wir die mit Holz
ausgeführt. Da haben wir auch zuerst Muster gemacht und geschaut, funktioniert das überhaupt mit Platten, die 4 Meter breit sind, mit dieser Verbindung, die zweimal verbunden wird mit diesem X-Fix. Und das hat wunderbar funktioniert auf einer solchen Abbundanlage von Technowood bei Job in Hochdorf. Und entsprechend haben wir das ausgeführt und hat jetzt auch in der Ausführung perfekt geklappt. Montage, der erste Teil startete am 20. Oktober, da wurden sie dann fertig, Anfang Dezember. Und der zweite Teil startet jetzt in 1,5 Wochen, wird auch entsprechend so aufgerichtet und wir rechnen etwa 6 Wochen, bis dann der zweite Teil auch fertig ist. Und zur Werkstattplanung bei diesem Projekt. Sie sehen vielleicht auch die Herausforderung, oder? Es gibt verschiedenste Fachplanermodelle, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär. Vom Baumeister gibt es ein Modell, natürlich mit den Sockeln, mit dem Untergrund. Es gibt vom Holzbauingenieur Detailpläne, auf Architekt gezeichnet. Es gibt Detailpläne vom Architekt Vectorwerk. Es gibt das Referenzmodell von uns. Und das muss jetzt alles in Produktionspläne rüber. Zusammen wurde dann in CADwork gebaut und da wurde das Modell neu aufgebaut. Einfach die Geometrien, die Informationen wurden übernommen, aber das Modell neu gemacht dann für die Pläne entsprechend für den Holzbauer, der die dann ausgeführt hat. Und unsere Lehre daraus, bisher war es so, dass wir als Planer 2D-Pläne gezeichnet haben. Und mit diesen 2D-Plänen haben die Handwerker auf der Baustelle dann noch im Detail geregelt, wer jetzt wohin fährt und wie man es genau macht. Und dieses praktische Wissen, das wird jetzt ins Büro verlegt. Das heißt, die Planer, die zeichnen alles. Alles, was der Unternehmer draußen macht, der sollte nichts mehr koordinieren. Und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, es wird auch die Herausforderung für das zukünftige Bauen sein. Eigentlich müsste jeder, der ein Modell zeichnet, der das Referenzmodell Architektur macht oder ein TGA-Modell, müsste 4 Jahre auf der Baustelle gearbeitet haben. Entweder als Bauleiter, dass er die Praxis kennt, oder dann als Sanitärmonteur oder als Elektromonteur oder einfach, dass man die Erfahrung hat und dann weiß man, wo die Feinheiten sind auf der Baustelle. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, dass wir die praktischen Leute haben, die uns in den Büros unterstützen. Wir im Holzbau haben sie weitgehend. Wir haben Poliertechniker, die zu uns dann ins Ingenieurbüro kommen. Poliertechniker, die Zimmermann gelernt haben. Bei uns auch die meisten Holzbauingenieure. Die meisten anderen Gewerke haben das nicht. Und da wird herausfordernd sein. Zur Ausführung, die Unternehmer, die wir gewählt haben, da haben wir schon eine Submission gemacht, als die Planung schon sehr weit war. Die Vergabekriterien waren, wir wollten spüren, haben Sie die Aufgabe verstanden? Wollen Sie sich auf dem digitalen Weg weiterbringen? Und dann das dritte war der Preis. Wir haben kaum einen Auftrag an den günstigsten vergeben, aber an jeden, den wir glaubten, dass er uns den größten Beitrag bieten kann ans Projekt. So war es dann, dass der Aushub auf dem GPS gemacht wurde, der hatte keinen Plan. Die Erdsonden wurden vom Baumeister eingemessen, auch über GPS, dass er seine Erdsonden bohren konnte. Der Sanitär hat zu Hause alles vorgefertigt und auf der Baustelle nur noch nach Tablet, also nach GPS, nach entsprechend verlegt. Die Bewehrung wurde modelliert, wie man da sieht. Der Bewehrungsleger Rainer Körtler, morgen sagt er offenbar dem Baumeister, was soll doch? Ich arbeite doch nicht mit einem Tablet. Ich brauche den 2D-Plan und der Baumeister sagt, es gibt keinen 2D-Plan, es gibt nur ein Modell. Und dann schon nach dem ersten halben Tag hatte der Bewährungsleger das Gefühl, dass es ja viel einfacher ist, viel schneller, weil er plötzlich Gruppen anklicken kann, dass sich viel besser sogar auskennt als auf dem Plan. Also der Baumeister war auch 3 Wochen schneller, als er kalkuliert hatte, weil er nur mit diesen digitalen Instrumenten gearbeitet hat. Ihr habt es gesehen, man hat auch miteinander gearbeitet. Uns war das Ziel nicht, dass einer seine Arbeit selber macht, sondern die Leute sollen miteinander sprechen. Wenn es einer besser machen kann, soll er es machen. Das gibt es halt im Kosten eine Verschiebung, aber es soll der machen, der es am besten kann. Deswegen haben wir eine Versicherung gemacht, eine Bauplatzversicherung, sogenannte Grandöpp-Versicherung. Mit dem haben wir die Verantwortung von jedem eigentlich weggenommen und gesagt, die übernehmen wir als Bauherrschaft. Eine Grandöpp, da ist berufshaftpflicht drin, bauherrenhaftpflicht, betriebshaftpflicht, Bauwesen, Baugarantie. Wir haben sogar Gewährleistungsgarantie da drin, also wir haben Werkverträge unterschrieben, die wurden vorher von der Versicherung gecheckt und da musste der Unternehmer keine Werkgarantie mehr bringen. Das hatten wir in dieser Versicherung. Klar haben wir das umgelegt, jedem Unternehmer, das war 1,1% der Auftragssumme, kostete diese Versicherung.
Aber mit dem hatten wir dann auch die Freiheit, wirklich locker miteinander zu arbeiten. Und ich sagte immer, ich will nicht hören, ich bin nicht dafür verantwortlich. Man kann nur sagen, ich kann es nicht und der andere kann es besser. Aber verantwortlich, wir sind miteinander, waren verantwortlich, dass das Projekt gut wird. Das war eine Schlüssellösung, dass wir da so eine Versicherung haben. Und vielleicht, wie der Bauplatz heute aussieht für den Baumeister und der Elektroinstallateur, beide digital unterwegs mit dem Flatscreen, mit dem Computer unter drin und verschiedene Tablets und keine Papierpläne. Holzbauer haben wir drei aus der Region genommen. Der Haupt, der Job und der Hecht, das sind bekannte Holzbauer, die ich sehr gut kenne. Haben wir schon viele Sachen, haben die umgesetzt, was wir geplant haben. Beim Haupt, da wird unser Junior, der Sebastian, nächsten Sommer die Lehre als Zimmermann starten. Beim Job hat unser älterer Junior, der Valentin, die Lehre schon gestartet. Der ist im zweiten Lehrjahr und der Hecht in Zursee ist vor Ort und mit ihm haben wir schon viele Sachen gemacht. Das war ein Direktauftrag. Ich habe vor 2 Jahren die drei Chefs eingeladen zu mir, habe ihnen gezeigt, was wir bauen wollen, ob sie mitmachen wollen. Dann haben sie gesagt, na ja, sicher, die haben sich selber organisiert. Wir haben dann eine normale Submission gemacht. Also wir haben geplant, auf dem normalen Prozess eine Submission gemacht und sie haben dann einen Werkvertrag ausgearbeitet, den wir teilweise noch etwas korrigiert haben und miteinander gesprochen haben, zu Einheitspreis, aber dann wurde unterschrieben. Es gab keine Vergabe unter Konkurrenz, sondern ich wollte die drei und die mussten mir eine Top-Arbeit und einen guten Preis liefern. Und sie mussten auch unsere Gedanken umsetzen. Also in der Werkstatt, da gibt es keine Papierpläne, sondern nur ab Tablet wurde da gebaut und die Module zusammengestellt. Ist noch lustig, sind alle drei Holzbauer, die Holzelemente produzieren. Und zwei von den drei Holzbauern sind schon zu mir gekommen und gesagt, weißt du, also meine Leute haben gesagt, wir müssten mit den Papierplänen abfahren. Bei uns gibt es seit deinem Projekt nur noch Tablets in der Produktion, weil die Leute sich besser organisieren können, die Informationen besser finden und ja, einfach freier arbeiten können. Die Elemente mit den Fenstern drin und dann innerhalb 5 Wochen wurde der erste Teil montiert. Die Treppen, wie gesagt, in Bettelementen. Rechts sehen wir, wie die Decke eingefahren wird. Auf der Baustelle ist auch das Baubüro des Zimmermanns. Oder? Er hat ein Flatscreen dabei, er hat seine Tablets dabei, aber er hat immer alle Informationen, immer alle aktuellen Informationen ab Dalux auf dieser Plattform, die ich gezeigt habe. Da sind immer alle Pläne aktuell. Bauleitung entsprechend unterwegs, digital und rechts. Der Heizungsmonteur hat entsprechend mit seinen modernsten digitalen Mittel, die er extra eingefahren hat, mal versucht, kann ich das auch? Der hat das noch nie gemacht, aber das war sein Beitrag, um zusammen digital weiterzukommen. Das ist jetzt bereit für die Ausführung und da kommt jetzt dann der Bodenbelag und die Wandbeläge mit rein. Voilà, das ist unser Haus des Holzes, das wir momentan realisieren. Wir probieren mit vielfältigen Ansätzen zu schauen, wie das zukünftige Bauen möglich ist, wo wir sehen, wo es hingehen soll. Wir wollen miteinander erforschen, die Zukunft erforschen und umsetzen, dass wir miteinander, alle, die daran arbeiten, dass wir weiterkommen und entsprechend einen Beitrag leisten an das zukünftige Bauen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und denke, die Diskussion kommt ja nachher. Irmin, vielen Dank für diese Einblicke und Ausführungen. Spannend, also vor allem spannend, wie die Kommunikation und letztendlich auch die Vereinbarungen zustande kommen sind.